mit der Autofähre Mercandia 4 zwischen Helsingør und Helsingborg. Was an Bord dieses Schiffes so geboten wird, das erfahrt ihr in diesem Video. Hier zunächst ein paar Außenaufnahmen von dem Schiff. Dabei kann ich euch gleich eins vorweg sagen, es ist leider nicht mehr möglich, mit diesem Schiff zu fahren, denn die Reederei 4Sea hat entschieden, dass dieses Schiff von der Qualität her nicht mit den anderen Schiffen mithalten kann, deswegen fährt diese jetzt eigentlich nur noch als Frachtfähre und nimmt keine Fußpassagiere mehr mit. Die fährt jetzt halt hauptsächlich noch für LKWs, eben für den Frachttransport, nicht mehr für den Passagiertransport. Trotzdem zeige ich euch einmal, wie diese Fähre von innen aussieht. Ich bin hier an einem der letzten regulären Betriebstage mit dem Schiff gefahren. Die Besonderheit 1, man nimmt schon einen anderen Eingang als zu den anderen Fähren, weil die anderen Fähren alle sehr ähnlich, aber nicht gleich sind, aber die Mercandia 4 ist komplett anders und braucht deswegen ein anderes Terminal. Und hier betreten wir dann das Schiff und man kommt direkt in den großen Aufenthaltsbereich, die Lounge. Diese Möbel, die man hier vorfindet, die sind typisch für 4Sea. Die sind also auf allen 4Sea-Fähren so zu finden. Nur hier sind die einzelnen Bereiche alle etwas kleiner. Hier jetzt zum Beispiel beidseitig der Bordshop rechts mit alkoholischen Getränken und links mit Souvenirs und Parfüms und ähnlichem. Und dann ging es auch schon los. Ich habe mir schnell eine kleine Pizza geholt, nur als kleines Mittagessen zwischendurch. Ich dann erstmal in der Lounge aufgehalten und dann ging es für mich einmal hoch auf das Sonnendeck. Großzügig gehalten. Hier seht ihr eines der drei anderen Schiffe von 4Sea, die ich euch in späteren Videos auch noch zeigen werde. Und hier seht ihr die Pernille, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ja, die Mercandia 4 fährt jetzt also inzwischen nur noch als Frachtfähre. Nicht mehr für den Personenverkehr. Dabei finde ich die Ausstattung eigentlich gar nicht so unkomfortabel. Klar, die anderen Schiffe sind schon noch mal ein bisschen moderner, schicker ausgestattet, aber auch die Mercandia 4 kann durchaus einen guten Komfort bieten. Man hat einen Salon, wo man durch große Panoramafenster rausgucken kann. Man hat das kleine Bord-Bistro, wo man auch Getränke und alles Mögliche erhalten kann. Ein Bordshop. Also eigentlich alles, was für eine 20-minütige Überfahrt so gebrauchen kann. Trotzdem, die anderen Schiffe haben ein bisschen mehr Ausstattung. Das werdet ihr bald in den anderen Videos sehen können. Hier der Außenbereich, den finde ich aber sehr schön, weil man wirklich auch einmal um das Schiff rumlaufen kann, sodass man also dann auch den vorderen Bereich einmal anschauen kann. Gibt viel Platz. Auf jeden Fall auch hier Sitzmöglichkeiten, auch mit Tischen. Das heißt, man kann also auch draußen dann etwas trinken und essen. Das finde ich wirklich sehr gut gemacht. Hier jetzt also nochmal ein Blick in den großen Aufenthaltsbereich mit den Panoramafenstern. Hier kann man gemütlich sitzen während der Überfahrt. Dann gibt es einen speziellen Bereich für Stammgäste, Vielfahrer. Hier befindet sich jetzt das Bistro, hier ein kleines Snacks, zum Beispiel wie die Pizza und hauptsächlich Getränke erhalten. Automaten, Spielautomaten gibt es und dann hier eben hauptsächlich der Bordshop. Ja, das war meine kleine 20-minütige Überfahrt mit der Mercandia 4, was heute so ja leider nicht mehr möglich ist. Ich hoffe, ihr fandet das interessant, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Ich sage danke fürs Zuschauen und würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder auch einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.